Es ist die Geschichte der Karwoche. Wir beschritten sie miteinander. Als sie an den Platz gekommen sind, wo Schädelstätte, wo Golgatha heisst, haben sie dort die Kreuzungen zusammen mit den Verbrechern, der eine rechts, der andere links von ihm. Der Jesus hat aber gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen ja gar nicht, was sie machen. Da haben sie seine Kleider verschnäffelt und sie verloset. Und es war schon etwa 12 Uhr, wo es über dem ganzen Land stockdunkel geworden ist, bis an 3 Uhr. Und die Sonne die hat gar nicht mehr geschonnen. Und der Vorhang im Tempel ist verrissen, zmitzt abeinander. Und mit lauter Stimme hat Jesus geschrien, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Als er das gesagt hat, ist er gestorben.